Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Eiszeit Home in Heart and Spirit. Im letzten Part waren wir in der Kirche und haben uns danach noch einen Wolf abgesucht, wo es denn jetzt weitergeht. Und das ist anscheinend hier der Fall. Aber hier liegen nur ein paar Bananen. Wie bei Dschungelbuch. Hier, zwei Bananen, sind wir uns einig? Na, für wen ist das? Wem soll ich denn Bananen bringen, um alles in der Welt? Ist das für diesen Typen, als Coolman oder was? Ist hier noch irgendwie der Schrank nicht zum Aufmachen oder so? Nee, anscheinend nicht. Wozu brauche ich Bananen? Kann mir das mal einer erklären? Bananas. Ich weiß, ist es jetzt irgendwie nur so auch Heilung? Genau wie die Orangen oder? Obwohl, wozu brauche ich so viel Heilzeug? Nee, nee, die Bananen sind für irgendwas Spezielles. Vielleicht kann ich die ja wirklich diesem einen Typen da geben. Der ist ja auch zum Glück gleich hier vorne. Weißt du, sonst wird mir das immer gezeigt, was ich damit machen kann, ne? Nur jetzt irgendwie nicht. Na, willst du ein paar Bananen, Opi? Opi, Mr. Coolman, wollen Sie ein paar Bananen? Warum wollen Sie keine Bananen? Dann habe ich noch eine andere Idee. Dann gehe ich mal zu mir wieder nach Hause in meine Bude. Und pack die Bananen dort mal in die Küche, wenn das geht. Das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Weil ansonsten wüsste ich es nicht, weil ich meine, diesem Typen, der so traurig wegen seinem kaputten Fahrrad war, dem haben wir ein Skateboard geschenkt, der damit dann sehr glücklich weggefahren ist. Deswegen... Das wäre so das Einzige, was mir gerade einfallen würde, wo wir noch jetzt logisch hin können. Weil wo sollen wir sonst zwei Bananen irgendwo hinlegen, ne? Oder wem geben? Weil von hier aus müssten wir ja zurückkommen. Genau. Ach, der Vorhang hat sich sogar bewegt. Cool. So, kann ich mir Bananen in die Mikrowelle packen? Nein, kann ich nicht. Kann ich die Kaffeemaschine packen? Nee. Genau, hier war doch auch der Einkaufszettel mit hier zwei Bananen. Aber die soll ich nicht auf den Dingens packen. Vielleicht hier in den Kühlschrank. Ah! Auch gut. Kombinieren mit den Bananen. Jetzt habe ich Kekse. Cool. Ich habe Kekse gebacken. Ich habe Kekse gebacken. Mix in of choice. Okay, soll ich die Kekse jetzt hier rein noch packen oder so? Oder? Nee? Wahrscheinlich nicht, aber das ist halt hier... Oder warte mal, in den Backofen soll ich die doch sicherlich packen. Hier. Komm. Ha! Lasst uns Weihnachtsplätzchen backen hier. Cool. So, hinsetzen, erstmal warten. Jetzt soll ich sie ihm wahrscheinlich doch bringen, hä? Ja, ich kann das jetzt irgendwie gerade gar nicht nehmen. Muss ich das jetzt nicht hier irgendwie... Nee, irgendwie nicht. Okay, ich habe den Kuchen auf jeden Fall fertig, ne? Also gut, dann gehe ich aber halt ohne den Kuchen zurück zu dem Opa. Aber dann habe ich insgesamt gar nicht mal so falsch vermutet, dass ich jetzt zu ihm hin muss. Oh, ich habe es nur aus den falschen Gründen erstmal gewollt, quasi. Muss ich jetzt hier überhaupt hin oder laufe ich jetzt falsch? Ich verlaufe mich doch immer hier wieder in dieser Stadt. Oh ja, hier war nur das Trauerding. Ich bin hier definitiv falsch, andere Richtung.
Ach ja. Das ist übrigens ein Lied von Within Temptation. Aber ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Es ist irgendwann in meinem Mix auf einmal drin gewesen und seitdem liebe ich es und höre es jeden Morgen beim Wachwerden. So, was hast du jetzt für mich? Ich wusste doch, ich muss es dir auch... Ich muss es dir geben. Oder kann ich jetzt hier hin, kann ich mir das Päckchen dann nehmen? Nee. Ja, dachte ich mir, ich muss irgendwie an die Plätzchen doch kommen. Warum kann ich mir meine Plätzchen jetzt nicht nehmen? Was steht denn da sonst noch? Ja, sonst eigentlich nichts. Deswegen, wieso kann ich mir diese scheiß Plätzchen jetzt nicht nehmen? Oder den Kuchen, was auch immer. Hallo. Ich muss mir das doch mitnehmen können. Das sieht echt lecker aus. Ach nee, hier ist jetzt das Tablett mit den fertigen Plätzchen. Ach so. Ja, das habe ich natürlich nicht gesehen, ne? Warum stellt sie es auch hinter sich ab? Mädchen. Okay, und nochmal zu Mr. Coolman. Ja! Nein, nicht wieder da lang, Lara. Wir müssen direkt da lang. So ein Stress. Immer wieder Weihnachtsplätzchen backen. Kann es nicht Wunsen für mich erledigen. Ich bin tatsächlich so ein Mensch, der ehrlich gesagt keine Weihnachtsplätzchen zur Weihnachtszeit backt. Also ganz selten. Aber eigentlich nicht. Hallo, hab Plätzchen für dich gemacht. Hallo. Hier, Cookies, guck mal. No. Wie, no? Warum nicht? Ah, jetzt geht's. Hier, bitteschön. Schön, und jetzt? Ich habe ihm Kekse gegeben und was kriege ich dafür? Opi, hast du jetzt irgendwas so für mich oder sowas? Also, ich weiß ja nicht, also... Hallo? Weiß ich, habe dir Kekse gegeben? Ich möchte auch was dafür zurückkriegen, bitteschön. Aber hier liegt nichts auf dem Boden oder sonst irgendwas. Ich habe dir quasi nur einen Gefallen getan und dafür habe ich Musik gehört dann. Mr. Coolman, geben Sie mir doch irgendwas. Wo soll ich denn jetzt hin? Ja gut, ich habe ihm Kekse gegeben. Wie gesagt, dadurch ist kurz dann Musik erklungen. Aber ich weiß jetzt dadurch immer noch nicht, wo ich hin muss. Wo könnte es denn noch weitergehen jetzt? Vielleicht dann doch nochmal auf der Baustelle gucken oder so. Oder jetzt da hinten beim Gefängnis. Ich weiß es doch nicht. War das da mit den... obwohl, oder war das nicht die Kirche? Ich glaube, das war die Kirche tatsächlich eher. Ja, ich habe Mr. Coolman Kekse gebacken und gebracht. Und jetzt? Was hat mir das jetzt an sich so gebracht? Ja, ich weiß es halt nicht, ne? Aber hier ist auch nicht irgendwie mal aufgegangen oder sowas, wenn es überhaupt aufgeht, ich weiß es nicht. Hier hat sich irgendwie allgemein nichts... verändert. Ich dachte gerade, die Decke sieht irgendwie komisch aus. Das ist eine Luke vielleicht wäre, wo ich dann weiterkomme. Aber nee, Quatsch. Das ist ja gar nicht so. Ha. Ja. Schön und gut. Kekse für Mr. Coolman. Vielleicht nenne ich so den Part, aber...
Ist jetzt wieder was in meiner Bude passiert? Dass sie sich jetzt freut und Notizen gemacht hat oder irgendwie so? Ich meine, glaube ich irgendwie nicht, aber... Wer weiß. Oder können wir noch mehr Kekse irgendwie holen und uns backen oder so? Ich meine, hier sind keine mehr, ist klar. Nee. Steht jetzt was irgendwie im Tagebuch vielleicht? Update. No. No. Wie ein Update? Was für ein Update? Oder fordert mich das Spiel auf, ein Update am PC zu machen oder so? Ich weiß es ja nicht. Ja, Update. Schön. Was soll ich tun? La 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 la. Ich weiß es nicht. Schalalalala, schalalalala, la la. Autsch. Ja. Schön. Hier ist ja auch nicht das Tor aufgegangen oder sowas. Als ob ich halt bei ihm noch nicht fertig wäre bei Mr. Coolman. Aber was will er denn noch von mir, ist dann sonst halt die Frage, ne? Oder ist hier jetzt irgendwas passiert? Ich weiß ja auch nicht. Nee, aber irgendwie nicht, ne? Da kriegt der Sack Kekse und gibt mir nichts dafür. Aber eigentlich muss hier doch dann irgendwas sein, Mensch. Ich muss dann irgendwas von dem kriegen oder so. Wo hast du mir irgendwie eine Tür geöffnet oder mir was hingelegt, Junge? Ich brauche es. Ich brauche Dinge. Ich bin verwirrt. Leute, ich fürchte, es ist soweit. Ich muss doch mal in die Lösung gucken. Weil ich gerade null weiter weiß. Und dann sehen wir uns hier auf jeden Fall beim nächsten Part wieder. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und sage dann mal bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Bye, bye.